Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Dragon Ball Z Advanced Adventure. So, im letzten Part haben wir gegen Pedober gekämpft, und zwar hier war das. Dann haben wir Mutenroshi getroffen, der uns die Überschallwurzel gegeben hat. Dann sind wir in das Dorf, in Oolongs Dorf gewesen, wo Oolong gewütet hat, der mit seiner Verwandlung das Dorf die ganze Zeit terrorisiert hat und den Leuten Angst gemacht hat. Den haben wir dann auch besiegt, der hat sich jetzt mit angeschlossen, gezwungenermaßen. Und jetzt gehen wir in die Wüste. Ja, ich habe das den Park letztes Mal bewusst so aufgehört vor der Wüste, weil ich nicht weiß, wie lange die Wüste dauern wird und was uns da auf uns warten wird. Okay. Hi. Wer bist du? Ich bin Yamcha, der Wüstenbandit. Gebt mir alle euer Geld und alle eure Kapseln. Punkt, Punkt, Punkt. Worauf wartet ihr? Her damit! Ich bin so hungrig. Ihr blöden Männer, wie ihr wollt. Okay, jetzt müssen wir gegen die Yamcha kämpfen. Nein! Oh, der ist extrem stark. Ja, 65 zieht er mir einfach mal. Gut, ja. Vor allem, weil man sich auch noch auf diesen blöden Pool da oben verlassen muss. Aufpassen muss. Verloren. Ich glaube, den werde ich erstmal lange Zeit nicht schaffen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir einen Notversuch haben, aber wir haben ja noch zwei. Und getroffen. Ich weiß auch nicht, wie man. Einem wird hier auch nicht gesagt, wie man abwehrt. Das wäre nämlich auch mal ganz nützlich, abwehren zu können. Oh, wie kann der so schnell sich... Solche Gegner lebe ich ja, die man ja so geil besiegen kann, weil die auch so realistisch gemacht sind. Also was macht er da? Nein! Ja, komm. Ich habe keinen Bock darauf. Ich habe keine Lust, jetzt hier die ganze Zeit zu failen. Was ist jetzt los? Ach, wahrscheinlich war meine Zahl da oben, aber das bringt mir auch nichts. Davon kann ich mir auch nichts kaufen. Also muss ich mich darauf gefasst machen, dass er sich am Ende nur noch, hier rumspringt auf der Map. Im Kampffeld, wie so ein Hase. Ich spiele aber nicht, das Spiel Raving Rabbits, sondern ich spiele
Dragon Ball Z. Cool. Okay, das war jetzt cool. Ja, er springt, springt und haut, aber nicht mit mir. Besiegt. Geht doch. Mensch, Hemshu, was, warum bist du denn so stark gewesen? So stark hatte ich dich gar nicht in Erinnerung. Was? War's das etwa schon? Was für ein Langweiler, rennt einfach weg. Dabei macht er gar keinen schlechten Eindruck. Aber für sowas haben wir jetzt keine Zeit. Weiter geht's zum Feuerwerk. Oh Mann, warum muss ich auch mit dahin? Speichervorgang. Okay, eine Riesenflamme. Feuerwehr. Schließlich gelangten Goku und die anderen zum Feuerwerk. Es hieß, im Schloss auf dem Berg wohne der grimmige Rinderkönig. Aber wie sich herausstellte, war der Rinderkönig ein Schüler Muten Roshis. Er bot Goku seinen Dragon Ball an, wenn dieser dafür Muten Roshi holen ginge, um das Feuer in seinem Schloss zu löschen. Als Muten Roshi eintrat, machte er sich sofort bereit. Kamehameha! Super Opa! Mit seiner Kamehameha-Welle war das Feuer im Schloss im Nu gelöscht. Beeindruckend! Was für eine super Technik! Mensch Opa, das musst du mir beibringen. Hahaha. Um die Kamehameha-Technik erlernen zu können, sind 50 Jahre Training nötig. Nun denn, es wird dir zwar nichts nützen, aber ich zeig's dir trotzdem mal. Du musst deine Energie sammeln und mit einem Mal freisetzen. R-Taste, Energie sammeln, dann die Taste loslassen. Versuch's mal. Hey, mein Junge, wer bist du eigentlich? Du bist also Gohans Enkel? Wie geht's Gohan denn eigentlich? Wie es meinem Großvater geht, der ist schon lange tot. Was? Ich verstehe. Komm doch mit zu mir, dann trainiere ich dich. Wirklich? Okay, sobald ich alle Dragon Balls hab, komme ich zu dir. Ich hab ihn, den 7-Stern-Dragon-Ball. Okay, Goku. Gehen wir den letzten Dragon Ball suchen. Wollt ihr bereits gehen? Nun, ihr seid mir stets willkommen. Die Einladung nehme ich an. Mach's gut. Okay, das war eine kurze... Visitation durch den... Naja, Pilafs Schloss. Auf der Suche nach dem letzten Dragon Ball gelangten Goku und die anderen zu Pilafs Schloss. Oh weh, die so mühsam gesammelten Dragon Balls wurden ihnen von Pilaf gestohlen. Oh nein, und man hat uns unsere Dragon Balls gestohlen. Hahaha, es hat mich noch nicht mal die kleinste Mühe gekostet. Nun gehören die Dragon Balls mir. Endlich werde ich über die Welt herrschen. Los Goku, schon nimm was. Schon gut, die haben wir bald wieder. Immer wieder ein schönes Level, wo man hier durchlaufen kann und... Hopp! Kameras kaputt machen kann. So, was ist hier drin? Noch mehr Gegner. Ich dachte, da wäre wieder ein Item drin oder so. Wenn ich mich vorbeilassen will. Oh, ein Hamburger. Wusste ich doch, dass hier was drin ist. Ja, eigentlich hätte ich das jetzt nicht mehr erwartet, aber cool. Vielleicht kommt eben hier nicht davon. Und man sperrt mich nicht einfach ein. So, die Kugel kann dann das Loch fallen, wo ich gerade rüber gesprungen bin. So. Ah.
werde jetzt natürlich auch viel mehr Parts aufnehmen, vor allem aufgrund dessen, dass ich viel mehr Zeit jetzt habe. Vor allem in den Ferien, sind jetzt mal Ferien in einer Woche für mich. Ich habe jetzt nur noch Praktikum und das ist so einfach, das Praktikum dann. Haha. So, da kommt auch bald für die Kingdom Hearts Fans und 3DS Besitzer kommt bald Kingdom Hearts 3D raus. Und ja, da freue ich mich auch schon drauf, das hole ich mir denn mit ein paar Kumpels und ja. Mhm. Aber Let's Play kann ich das natürlich nicht. Das erste, erstens, weil ich keinen 3D-Simulator habe. Und ja. Und was war das jetzt? Dass ich meinen Stab länger machen kann. Aha. Interessant. Wie auch immer. Hey, das gehört sich nicht. Mal gehe ich hier hin. Erstmal gehe ich hier hin. Ich kann mich noch erinnern, ich war glaube ich kurz nach Pilafs Schloss habe ich weitergespielt und danach, weil ich das weiß ich dann gar nichts mehr von. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass das Pilafs Schloss glaube ich ziemlich lange gedauert hat, da durchzulaufen. Und das kam auch glaube ich ziemlich oft. Aber die Hunde finde ich süß. Die sehen niedlich aus. So. Das kann ich jetzt nämlich auch viel besser. Das kann ich nämlich seit eben. Und da unten ist noch ein Roboter, der hier gerne hoch wollte. Ah, ich kann's. Och, lauf du ruhig runter. Dummer Soldat. Mann, Spieler hat er echt schlaue Soldaten. Vor allem Tiere hat er angeheuert. Boah, um mich zu besiegen. Komm nochmal. An mich. Spielverderber. Dabei spiele ich doch so gerne mit meinen Feinden. Mist, den Apfel hätte ich mir gerne genommen. Aua! Mhm. Alle fertig gemacht. So. Aber ich finde das gut, dass das Schloss so schön lang ist. Ich mag das Schloss irgendwie. So viele Kämpfe. Habe ich ja, wenn ich jetzt dieses Spiel Let's Play, dann habe ich jetzt die Vorgeschichte von Dragon Ball Z. Das Let's Play mit der Cell Saga habe ich auch schon, habe ich beendet. Wow. Das heißt ja theoretisch habe ich dann irgendwann bald, weil ich vielleicht will ich auch noch mal wie hieß das noch? Das Erbe von Goku, das den ersten Teil vom Erbe von Goku machen. Naja, kann man irgendwie. Nee, man kriegt nur Schaden. Dann habe ich den ersten Teil von das Erbe von Goku, dann werde ich dann auch bald Let's Playen irgendwann. Und Boost Fury gibt's ja auch noch. Das ist zwar komplett auf Englisch, aber das ist nicht schwer zu verstehen, die Story. Also ich kann euch das ja übersetzen oder so. Keine Ahnung. Och, jetzt komm endlich, du blöde Kugel. Da warte ich hier. Kommt sie schon, da kommt schon die Kundschaft. So, und jetzt roll schneller. Hallo? Boah, geschafft. Und nochmal geschafft. Und Hamburger ist ja unten schon mal für den Not, für den Fall, dass man wirklich viele Leben verloren hat. Lieber Hund. Im Hintergrund sieht man schon die ganzen roten Augen. Die Hunde, die nur darauf warten, zu zerfleischen, aber die kriegen mich nicht.
nicht, wenn ich am Steuerkreuz sitze. Haha. Überraschung. Sag mal. Okay. Hat der den anderen gerade eine reingehauen? Komm, mach das nochmal, ich will dich. Tatsächlich. Los, hau deinem Kumpel hier eine rein, los! Mach ich den von hier unten fertig. Geht auch. So. Du gehst mal Ruhe. Du Wecker mit integrierter Kamera. Hört sich an wie so ein Wecker. Ja, schrecklich. Ups. Ich hätte nicht gedacht, dass ihn das besiegt, aber... Pilafs. Soldaten sind immer nicht die stärksten. Aber sie sind trotzdem Persönlichkeiten. Hopp. Hopp. Oh, ein Hühnchen. Ein Hühnchen. Oh, ich hätte jetzt auch Bock auf Brathähnchen, aber... Jetzt nicht. Jetzt Let's Play. Jetzt spiele ich gerade, also... Ich kann ja nicht mitten im Let's Play hier im Bad anfangen, ein Hühnchen zu essen. Ja. Obwohl, eine Idee. Das mache ich mal vielleicht im nächsten Part, ne? Dann esse ich mal so ein Hühnchensuppe zwischendurch oder vielleicht mal einen Döner, eine Pizza. Ha, von wegen. Kriegt mich nicht so leicht. Du bist ja schon richtige. Du müsst ja schon so wie Freezer oder so sein. Und da hättet ihr eine Chance gegen mich hier als so ein kleiner Son Goku. Ha! Oh! Okay. Das mit X, das war wohl nichts. Oh, cool, ein Zusatzleben. Ein Zusatzleben, das heißt ein One-Up. So. Wie komme ich denn auf das Wort Zusatzleben? Also wirklich? Muss ich hier wirklich? Ich gehe einfach mal lang. Was ist das? Hä? Oh, cool! Eine zweite Leiste für meine... Ich glaube, hier muss ich hin. Eine zweite Leiste für meine Kamehameha-Welle oder für diese Stockschlag da. Das wäre cool. Oh, Mist. Ah, komm schon. Ja. Das ist immer schön, wenn sich die Gegner selbst ausschalten. Stütze mich immer so gerne so ein bisschen anders in den Kampf, also nicht nur normal, dass ich einfach hier so hui, sondern jetzt zum Beispiel mal vor. Hier komme! Wow. Richtiger Kämpfertyp hier. So gefällt mir das. Ah, stimmt, das waren die Roboter, die roten. Die mir hier was angetan haben, wenn sie noch gestorben sind. Dann dachte ich, das wäre schon bei denen hier nur gewesen. Dann gibst du mir auch einen Apfel. Oh ja, sehr freundlich. Hm.
Ach, ihr wollt mich verfolgen. Ich hätte ihr wollt ihr ein Autogramm hier. So, hab den Abdruck im Gesicht von meinem Stock. Du auch? So, bitteschön. Oh, danke, den Apfel hast du mir sogar gegeben. Ich bin aber leider kein Lehrer. Aber naja. Und messen geht's hier erst recht nicht. Boah, noch ein Hühnchen, cool. Das füllt sofort alles auf. Ich glaube, das ist auch, wenn ich noch ein KP halte. Wer bist du? Ich bin Pilaf, der Große. Du hast also unsere Dragon Balls geklaut. So, ob er wirklich die Dragon Balls geklaut hat oder nicht. Oder wer dieser Hund da hinter ihm ist, der so komisch aussieht. Und diese riesen Pilze, was es damit auf sich hat. Das werden wir wahrscheinlich niemals erfahren, aber das alles seht ihr im nächsten Part. Ciao.